Ja, das ist eine meiner ersten Plastiken. Hier hat sich so langsam die Idee meiner künstlerischen Laufbahn entwickelt. Meine Idee von Plastik war, dass sich die Dinge nicht geformt zeigen, sondern dass sie sich ereignen. Das heißt, es ist ein plastisches System. Es sieht aus wie ein Winkel, aber es ist ein System. Ich löse die Plastik jetzt mal. Da merkt man, dass du ein Energiefeld ist. Das ist nicht klar, wenn man anfängt zu arbeiten, ob das überhaupt geht oder ob überhaupt die Dinge, die man geplant hat, ob die sich überhaupt realisieren lassen. Aber wenn ich auf das Material hören konnte, dann haben die Dinge einfach ihren eigenen Weg gemacht. Und bei manchen, wenn das fertig ist, dann ist das so was Besonderes, dass man es gar nicht mehr abgeben möchte. Also das möchte man behalten. Und manchmal, wenn ich an meinen Schmiedemeister denke, dann weiß ich, dass der mir immer gesagt hat, er ist in ein Dorf gekommen und er hat gleich gewusst, da ist ein guter Schmied. Er konnte das hören, wie der Hammer auf das Metall trifft. Und das hat mich immer sehr stark beschäftigt. Man hört den Dingen an, und man sieht es hinterher auch, wie sie gearbeitet worden sind. Und viele sind ja auch gar nicht in der Schmiede entstanden, sondern in Eilendorf, wo wir gewohnt haben, in einer Waschküche, als ich kein Atelier hatte. Da wurde die Wäsche abgenommen und da sind dann wunderbare Plastiken entstanden. Und das waren nicht... Es ist nicht gebunden an Geld oder es ist nicht gebunden an allen Mitteln oder nicht gebunden an tolle Räume, sondern es ist nur gebunden an einen Willen, an einen Glauben. Es wird das diesen Weg geben mit der Plastik. Also die Rollen, die schieben sich mit einem dann durch die Welt. Dann ist man ein Teil von diesem Vorgang, quasi wie eine Choreografie. Und wenn ich das dann runterlasse, dann ist es auch nicht sicher, dass es dann sofort diesen Bogen findet, diese Stelle findet, wo sich das dann ausdehnt. Das ist Federstahl und dieser Federstahl, der hat in sich so eine Spannung. Den darf man nur, wenn man den bearbeitet, nicht warm machen. Dann, bei der Hitze, dann geht die Spannung raus. Das heißt also, alles, was da gebogen wird, das wird im kalten Zustand gebogen. Das kann man mit zwei Hämmern machen oder mit so Gegenständen. Man kann das auch durch so eine Walze walzen. Dann entwickelt sich dann der Bogen daraus. Und wenn man versucht, alles vorher zu planen, ist man sowieso irgendwo verloren. Das wird man nie verstehen. Was das alles ist, wird man nicht verstehen. Aber man kann sich mit der Sache auf den Weg machen. Und deswegen ist das so gut mit den Rollen. Wenn ich das jetzt umschmeiße, dann gibt es einen großen Krach und dann ist Schluss mit dieser Brücke. Dann hat man aber einen Bogen, der sich in dem Raum bewegt. Dann läuft das aber auf dem Boden weiter und hat dann seine Form, wie ein Auto quasi, das fährt. Sie ist eine Form, die wird. Und indem sie was wird, ist sie auch irgendwas gewesen. Und schon indem sie es ist, ist sie es schon wieder gewesen. Es geht aber letztlich darum, dass man einen Mantel hat, der einen Hohlraum umschließt. Und dieser ist eben aus Holz. Und
der Hohlraum innen, der ist ein wesentlicher Teil dieser Plastik. Den sieht man aber nicht. Was man sieht, ist einen Turm, der in Bewegung kommen kann. Und wenn man ihn dann in Bewegung setzt, dann merkt man, dass man selber auch in Bewegung kommt. Das heißt, man hat einen körperlichen Vorgang. Das heißt, man nimmt auf das, was man tut, Bezug. Das merkt man in sich selber, wie die Sache sich im Inneren bewegt. Und zwar erstmal im Inneren der Plastik, aber auch in einem selber, weil man die hält. Und das, was sich nach außen hin bewegt, ist auch sichtbar. Aber was der Hohlraum innen macht, dieser dunkle Raum, der innen drin ist, zu dem kann man nicht hin. Der ist quasi ein Raum, der ganz wirksam ist. Und der hat eine bestimmte Atmung. Und diese Atmung von dem Turm ist auch die Atmung, die ich habe. Das heißt, ich merke, wenn die Sache lebendig ist, dass die mit mir atmet. Und das ist der Traum, den dann die Plastik mit mir zusammen hat. Wenn eine Arbeit fertig ist und in der Welt ist, da landet sie bei einem Menschen, der die jetzt erlebt und der trägt dieses Werden in sich selber weiter mit der Sache. Und der trägt sie aber nicht als ein festes Ding, was viel zu schwer ist, sondern er trägt sie als Aufforderung, etwas anderes in den Dingen zu sehen, dass man die Welt als etwas erfährt, was werden kann. Das ist quasi ein Glaube an die Welt.